Hallo, hier ist der Dan von den Vorspielern bei der Snack und Weg Variante von League of Legends. Ich bin heute dabei als Zix und spiele Dominion. Dominion ist eine große Kreiskarte, wo es dann, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, 6 oder 8. Ich glaube, es sind 6. Oh, muss ich gleich nochmal nachzählen. Punkte gibt, die man einnehmen muss. Sehr, sehr schnell. Das ist noch schneller als All Random All Mid. Da dauert ein Spiel teilweise auch nur mal eine Viertelstunde, wenn halt ein Team sehr, sehr stark dominiert. Aber es gibt dann auch schnellere Varianten, die allerdings auch nicht so sonderlich lang dauern. Je nachdem, wie die Teams halt sind, ne? Also jeder wählt seinen Charakter, den man gerne mag, und dann geht das los. Ihr werdet es ja gleich erleben, viele von euch haben es wahrscheinlich schon gespielt. Mal schauen. Ich bin heute hier als Tix unterwegs, der kleine Bomben... Was ist das überhaupt für ein Vieh? Ist das ein Hamster? Ich weiß, ne? Nur ein kleiner Fuchs ist es nicht, dafür ist die Schnauze zu kurz. Auf jeden Fall der verrückte Tix. Ganz wichtig mit Six ist immer ständig die ganze Zeit den Leuten Bomben um die Ohren hauen und die mit wahnsinnig machen. Dementsprechend brauche ich viel Mana-Regeneration. Hier bei Dominion bekommen wir, also nochmal zum Spielmodus, bei Dominion bekommen wir ständig Erfahrungspunkte. Die tröpfeln so vor sich hin, bisschen mehr Gold dazu. Und die Todeszeit, die Abklingzeit, wenn man stirbt, ist auch etwas verringert. Zudem gibt es noch einen schnelleren Teleport, das ist auch interessant, der halt, ja, was heißt interessant, aber interessant fürs Spiel, wenn man im Spiel ist, der geht halt wesentlich zügiger von der Hand, der Teleport. Die Karte ist halt auch gespickt, also Minion, also diese kleinen Creeps laufen rum, die kleinen Gegnerwellen, auf jeden Fall auch wieder. Die sind nicht so stark wie bei den normalen Spielmodi von League of Legends. Und auf der Karte gibt es halt noch verschiedene Punkte, wenn wir jetzt gleich erleben. Also man hat Speed-Punkte, wenn man da drüber läuft, wird die Bewegungsgeschwindigkeit deutlich erhöht. Die sind auf der Karte gekennzeichnet mit so einem geflügelten Schuh, sage ich mal. Und es gibt auch wieder überall verteilt Heilpunkte und Büsche, um halt das Durchqueren quasi der Mittelregion nicht so einfach zu machen. Und es gibt ja auch wieder, es gibt natürlich wie bei allen Teilen sehr, sehr viele, bei allen Maps und so weiter, sehr, sehr viele Strategien und hin und her. Und es hat sich halt hier auch wieder ein bisschen herauskristallisiert, dass einer vom Startpunkt aus nach unten geht und da einnimmt, der Rest, der komplette Rest vom Team bewegt sich nach oben. Warum das so ist, das wissen nur die League of Legends Götter, aber keine Ahnung, es wird auf jeden Fall immer so gemacht. Und es gibt eigentlich keinen Grund, warum man nicht mal zwei nach unten gehen sollen, aber das Ding ist halt hier bei League of Legends immer so, wenn man mal irgendwas anders macht, als es tausende von Spielern ständig machen, dann gleich wieder, oh mein Gott, Noob und so weiter. Passiert. Das ist genauso wie... wenn ich mit Viertel gerne jungeln gehe, also das heißt auf diesen 5 und 5 Karten, in diesen Waldbereichen da versuche meine Erfahrungspunkte zu kriegen und nehme keinen, wie heißt das denn auf Deutsch? Das heißt immer nur Smite. Also es ist so ein Skill, womit man diese Waldkreaturen schneller erledigen kann. Also man macht denen dann richtig, richtig viel Schaden damit. Und wenn man dieses Smite nicht mitnimmt, dann geht's gleich los, Jungle ohne Smite, hier Noob, fucking Bratwurst und so weiter. Ich mach grad mal einen Beam, mal hier kann man ja noch so ein bisschen ausrasten. So, da geht's dann gleich los, Noob. Und dass man es aber auch ein bisschen anders machen kann, als es irgendwie 1000 Leute machen, das ist natürlich dann egal. So, jetzt gucken wir mal, also wir starten mit Level 3. Hier mit Six. Und ich möchte auf jeden Fall am Anfang zur Kontrolle, sagen wir mal, der Räume hier diese Minen schon mal auf Level 2 haben und halt eine schöne Bombe hinterher als Schaden.
Zauber. Als Items, also ich brauche auf jeden Fall Mana-Regeneration. Hier, Magieresistenz, Mana-Regeneration. Was haben wir hier? 40 Fähigkeiten. Hier, Mana-Regeneration. Das nehme ich. Das ist so ein Ring, den gibt es nur hier. Ring des Schürfers. 200 Leben, Mana-Regeneration und Fähigkeitsstärke. Besser geht's für Zix eigentlich nicht. Laufstiefel brauchen wir und ja, gut, das Geld ist ganz gut eingeteilt eigentlich mit diesen Items, die man hier kriegt. So, hier schließt sich jetzt diese Lücke und das Spiel geht los. Hier unten, wer ist das denn? Meistens gehen so Magier-Charaktere nach unten und ich gehe jetzt aber hier in der Mitte bei dieser Ringkarte über den, über diesen Speedpoint direkt nach oben. Also ich lasse hier diesen Einnehmpunkt aus und schieße jetzt zusammen mit Shaco und Olaf direkt nach oben durch. Also den ersten, um halt hier... Oh, ich bin schon Level aufgestiegen, schön. Oh, 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 oh. Eschi. Eschi, Eschi, Eschi. Dann haben wir mal... Ich versuche mal einen Smite reinzuhauen. Okay. Aber ich darf auch nicht... Man darf auch nicht zu aggressiv sein, oder? Das muss man so in der Waage halten. Wow, ich bin auch aufgestiegen und ich habe jetzt aber keine Zeit, um das irgendwie mal hier einzubinden. Doch jetzt. So, und hier ist ein Gangfight hier. Jetzt haben wir mal schön die Gegenstände raus. Und damit ist er erledigt. Ich habe mir angezündet. Schnell weg, schnell weg. Ey, Eisvogel, was ist denn los mit dir? So, was war das? Das könnte jetzt auch ein Brennen gewesen sein, also ein Smite. Keine Ahnung. Ach, und ich hab's wieder vergessen. Ich hatte ja Mana-Tränke gekauft, da hätte ich mich natürlich heilen können mit. Aber man kann nicht alles haben. So, ich habe was, ein bisschen Kohle, also auf jeden Fall Mana-Regeneration und hier so mal Mana-Resistenz kann ich ganz gut gebrauchen. Also Fähigkeiten, Stärke und... Fähigkeiten, Resistenz, mein Gott. Für alle, die es vielleicht sich schon gedacht haben, heute ist ja der 1. Mai und ich habe ja so eine kleine Ostereiersuche am Start. Ich nehme heute sehr, sehr viele Let's Plays auf, die ich dann immer mal wieder so einstreuen werde. Das hier ist Video 2, wo ich auch Apfelwein nebenbei trinke. Und das Interessante daran ist, dass ich dann... dass ich dann wahrscheinlich im Verlauf immer besoffener werde und nur der aufmerksame Beobachter wird es dann sehen oder erkennen. Jawohl, ich habe Eschi wenigstens nochmal mitgenommen und die Gegner hier entscheidend geschwächt. Das ist immer eine schöne Sache. Man auch manchmal... Jawohl, was habe ich denn zwar bei Mana? Ja, das kann man leider nicht sehen, die Mana-Gewinnung, die ich jetzt jede Sekunde bekomme. Aber der Kelch ist auf jeden Fall als unerlässlicher Gegenstand klassifiziert, weil den braucht man auch hier irgendwo, um einen weiteren Gegenstand zu bekommen. Also das ist ja immer so ein bisschen, es wird gestackt sozusagen. Und hier in der Mitte helfe ich jetzt am besten mal aus, weil die drohen hier das alles einzunehmen. Jawohl, wollen wir mal mit dran hier. Jawohl, schön, schönes Ding. Der Olaf hat's gemacht. Und wir gucken jetzt mal, dass wir hier oben unser Buch wieder einnehmen. Achso, habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, aber der geübte Beobachter wird es natürlich sofort, sofort begriffen haben. Wir haben beide 500 Punkte. Damit starten wir hier in dieses Gefecht. Und umso mehr Punkte wir eingenommen haben, umso weniger Punkte zählt es nach unten. Also wir haben jetzt einen Punkt eingenommen und die Gegner haben zwei eingenommen jetzt aktuell. Das heißt, bei ihnen zählt es langsamer nach unten als bei uns. Und das geht halt die ganze Zeit hin und her. Noob Six. Gut. Noob Six, ja, schön. Da bekomme ich gleich schon wieder ein Flame an den Hals. Ich schreibe ein Fu. Ich habe nämlich, bin jetzt damit nämlich übergegangen, ich flame einfach jetzt, was heißt dagegen, aber die kriegen von mir übelst ein. So. Jawohl. Nee, habe ich bisschen Sachen um mich geschmissen. Hier unten im Gebüsch ist jetzt Eschi drin.
und ich mache mal, dass ich das hier mit einnehme. Weil man bekommt ja hier auch noch so ständig so Punkte für alles Mögliche. Das ist eigentlich ganz cool. Für jede Tat, für jeden Assist, für jedes Einnehmen, für jeden Kill bekommt man hier einen Punkt. Oder nicht so viele Punkte, es kommt halt immer drauf an. Und dann dementsprechend ist man dann halt gut oder schlecht in dieser Partie gewesen. Ja. Und dementsprechend ist es immer ganz gut, wenn man dann so beim Unterstützen hilft und so. Das ist immer schon eine schöne Sache. So, ja. Meine Sprengladung war jetzt leider sinnlos. Ich wollte gerne Ashy so ein bisschen hier rüber katapultieren. Aber man kann nicht alles haben. So, mal gucken. Ich gehe jetzt am besten mal. Ich hole mir. Ah, ist kein Heilkreuz da. Hier wäre ein Heilkreuz gewesen. Ich versuche jetzt mal das Feld von hinten aufzurollen. Ach, der Turm schießt auch auf mich. Warum macht er das? Ist er das sonst noch nie gemacht? Also jedenfalls nicht, wo es mir irgendwie aufgefallen wäre. Olaf habe ich jetzt gerade nach hinten gebombt. Gut, gehe ich mal zu dem Kreuz hier. Versuchen wir mal oben anzugreifen. Weil oben ist keiner, der aufpasst. Alle fixieren sich auf unten. Dann gehen wir nochmal nach oben. Mit meinen Speedschuhen ist hier nochmal was. Jawohl, Heilung. Schön. Und wir sind leicht im Rückschritt und ich gebe hier nochmal ein. Achtung, aufpassen, da ist nämlich Ugdü, oder wie der heißt. Und will sich hier unseren Punkt holen. Damit habe ich ihn erledigt. Wahrscheinlich ist er über mein Minenfeld gelaufen. Feine Sache, wie ich finde. Ich muss jetzt auf jeden Fall Unterstützung hier. Na schade, hat nicht funktioniert. Ja, er ist über mein Minenfeld gerannt und ich habe ihn damit weggesnackt. Und jetzt schauen wir doch mal, was wir hier noch ein bisschen erstehen können. Auf jeden Fall brauche ich Fähigkeitenstärke und das hat mich jetzt richtig nach vorne gebracht. Diese zwei Käufe. Und ich mache jetzt auch wesentlich mehr Schaden. Oh, wir haben mittlerweile keinen Punkt mehr im Besitz. Hier die junge Frau geht nach oben, nimmt das ein und wir prügeln uns jetzt erstmal hier nach hinten durch. So, weil wir können das jetzt immer noch irgendwie retten, das Ding. Also ganz so dramatisch ist es jetzt noch nicht. Da gibt es nochmal eine Bombe dazu. Eine Bombe ist immer gut. Jawohl, und ich habe ihn wieder genommen. So. So. Warum schießt er auf uns? Olaf, piss dich. Olaf! Anzünden! Zack, Olaf! Verdammt! So ein Pech. Nicht ganz schön, aber selten. So, jetzt verkaufe ich erstmal die Heiltränke. Also Heiltränke sind hier echt irgendwie, keine Ahnung. Also man hat meistens keine Zeit, die überhaupt zu nehmen. Jetzt kaufe ich mir am besten hier die Rüstung dazu. Kann ich noch irgendwie... Ah, die Zauberschuhe, jawohl. Jetzt habe ich mehr Magiedurchdringung. Also Magieresistenz ist jetzt von mir auch egal. Ist mir auch egal. Und ich schiebe mal meine Bombe hier rein. Ashy, jawohl. Ashy noch schnell weggeholt, aber jetzt werde ich gleich weggeholt. Ich versuche mal zu fliehen. Ja. Cool. Ich weiß gar nicht, ob man sich hier heilen kann. Oh. Super. Geht. Geht. So.
Wieder einen weggeholt. Das heißt gleich KS wieder. Also Kills, Kill-Still, sagen wir immer. Still-Kill. Kill-Still, Still-Kill. Hauptsache, wir sprechen es falsch aus. Das ist ganz wichtig. Es geht darum, wenn jemand dem einem einen Kill wegnimmt. Also Kill-Steal. Was immer, auch immer, wird immer sehr häufig bemüht. Und dass vielleicht der Mitspieler nicht in der Lage ist, den Kill zu machen. Das wird dann natürlich auch ganz gern mal immer unterschätzt. Und wer froh sein kann, dass überhaupt gemacht worden ist. So, jetzt habe ich sie mal richtig, schön gegeben hier. Dummer Esch, verzieh dich. Böse, böse, böse Bogenfrau. Ne? Und schön. Jawohl. Ich werde die ganze Zeit gebombt und ich bin ein Bekloppter. Eine schöne Sache. Ja, Chakra hat es gemacht. Chakra ist ja einer von den verrückten Charakteren. Dementsprechend bin ich immer froh, wenn er es tut. Aber oh mein Gott, also wir sind auf jeden Fall sau schlecht. Also wir haben 47, die Gegner haben 343. Ist eigentlich nicht mehr zu machen. Ist leider nichts mehr drin. Damit ist eigentlich das Spiel gelaufen. Surrender, yes guys. Surrender bei so einem Spiel. Das Spiel geht doch schnell vorbei. Also wenn jetzt einer für aufgeben plädiert, mache ich erstmal no. Das schaffen wir noch. So, hier oben haben wir jetzt auch schon wieder bedrängt. Wir haben nur 2 Punkte. Solange wir nur 2 Punkte haben, die Gegner 3, sind wir eigentlich am Arsch. Und ich werfe noch eine Granate hinterher. Komm, zack. Da gebe ich ihm hier. Jawohl. Der Oil of Olaf hat's gemacht. So, naja gut. Unsere Zeit läuft langsam ab. Genau. 30, 43, what the fuck. Das war auch der, der mich eben gerade so übelst geflammt hat. Wieder einmal. Und wir haben verloren, aber trotzdem ein cooles Spiel und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin der Dan von den Vorspielern, heute am 1. Mai und ich habe jetzt schon den 2. oder 3. Apfelwein. Ich habe schon Zählen vergessen und mal gucken, was oder in welchem Spiel ihr mich dann immer noch betrinkend erleben werdet. Alles klar, macht's gut, ciao.